Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft und neu in dieser Folge Minecraft ist nicht nur, dass es eine neue Folge Minecraft ist, dass ich nicht wieder irgendwie so eine doppelte Folge hochgeladen habe, irrtümlicherweise, sorry dafür nochmal. Als wir den Server umgestellt haben, haben wir versehentlich die Welt gelöscht. Das heißt, alles auf Anfang, ne? Alles auf Anfang. Der liebe Thomas hat das jetzt hier alles für mich übernommen. Und er hat mir auch schon so viel gesagt. Marito, geh einfach mal nach Norden. Sollte jetzt Norden sein, glaube ich, ne? Das hier ist ja aufgedeckt, quasi. Ne. Das ist doch wieder der alte Server, die alte Welt. Das ist doch wieder die alte Welt. Die hat es doch geschafft. Sehr gut, wir sind nur irgendwo. Schau mal, wo wir sind. Und da ist unser Bauplatz. Ei, caramba. So, und es wird Nacht. Warte mal. Wir haben nichts mehr. Wir haben echt nichts mehr. Wir müssen schauen, dass wir wieder irgendwie zurückkommen. Es gab da leider ein paar Probleme beim Server umstellen. Aber schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ne? So. Okay, okidok. So, ist es hier irgendwo steinig? Ich überlege gerade. Ja, es ist halt, wie gesagt, der Server leider oder die Welt irrtümlicherweise zurückgesetzt worden, aber offensichtlich doch nicht so ganz. Also, ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Hallo Kuh. Was wir noch haben und nicht mehr haben. Wir haben auf jeden Fall so mal gar nichts mehr, ne? Wie ihr seht, sehen wir nichts. Zack. Zack. Oh, falsch. Zack. So, gleich hier mal ein bisschen Stein wieder abklopfen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ich hab dich schon gehört. Zack, zack. Nee, Blödsinn. So. Ich höre ihn ja schon, der was mir da gleich ans Leder will. Achso, jetzt habe ich keine Stämme. Arg! Da ist Kohle. Hab Kohle gesehen. Damit wir hier zumindest ein bisschen Licht haben. Warte mal, aber für Kohle brauchte ich doch eigentlich. Für Kohle brauchte ich doch eigentlich die andere, ne? Oh, ihr seht schon, ich bin schon wieder total. Wo ist er? Ich bin schon wieder total draußen hier jetzt. Was Minecraft angeht. So. Fackeln. Zack. Jawohl. Solange ihr kein Ding habt, ne? Seid ihr mir ja willkommen, Freunde. Kein. Na, wie hieß? Nö. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, haben wir hier noch irgendwo Kohle? Gut. Auf jeden Fall. Werden wir den quasi Neustart auch dazu nutzen und einen anderen Platz zu suchen. Ich will kein Schneebiom. Ich habe mir das nochmal alles so durch den Kopf gehen lassen. Ist das schon eine gute Idee, dass ich jetzt hier eine Höhlentour mache? Mit nix. Wir könnten uns erstmal hier oben ein bisschen entlang handeln. Schauen, ob wir irgendwo was finden. Vor allem Kohle für Fackeln.
Wir haben auch kein Holz mehr. Nicht mehr so viel zumindest. Da wäre Kupfer. So weit darunter traue ich mich ehrlich gesagt noch nicht. Somit wirklich gar nichts. Aber wir nutzen die Nacht mal, uns hier an der Schlucht ein bisschen entlang zu bauen. So kriegen wir auch gleich ein bisschen Steine. Ups. Okay, das war's schon, ne? Unten geht die Höhle aber weiter. Okay. Und ja, ich habe vernommen, der eine oder andere hat sich recht gefreut, dass es jetzt hier wieder ein Minecraft gibt. Das freut mich natürlich auch, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Aber fällt mir gerade ein, ich habe schon lange keinen ertrunkenen Zombie mehr entdeckt, ne? Egal jetzt, in welcher Welt wir gespielt haben. Sei es jetzt Sturmwind, am Sturmwind-Server, am Community-Server, Falkenstein-Server. Okay, da ist Wasser. Alles mit Kupfer hier. So, haben wir es wieder dicht? Ja. Wasser läuft ab. Aber hier geht es eh nicht mehr weiter, oder? Ne, das war's schon wieder. Okay. Hier findet man nichts Brauchbares. Hier findet man nichts, dann gehen wir weiter. Die Kuh hüpft da noch immer, ne? Ja, Spinne, wo bist? Machen wir uns noch kurz eine Axt gleich. Wir können im Endeffekt jetzt, hier ist Nacht, wir können nicht schlafen. Ergo können wir eh gerade nichts tun. Ich nehme hier aber gleich ein bisschen Holz mit. Bis es uns hier zu ungemütlich wird. Bertha. Bertha. So. Ich höre dich. Ich werde gleich sowas von sterben, ne? Ist euch schon klar? Ist euch das klar, Leute? Eieiei! Und sterben fängt schon wieder an. So, ich habe nämlich nichts zu essen. Wollte gerade schauen, ob hier vielleicht wo ein Apfel runter ist. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade die Bäume abkackt habe. Irgendwo, ne? Naja, egal. Egal. Ja, wir wollen ein Zwergenkönigreich bauen. Aber wir haben so... Ups, leichte Startschwierigkeiten hier. Zurück in Minecraft.
dezente Schwierigkeiten. Hallo, Schnitzel. Wir können uns jetzt auf jeden Fall... Oh, wir haben nur mal ein Herz. Salami läuft hier auch rum. Okay. Vorne ist ein Skelett. Ich hab's gesehen. Oh Mann. Hier wird gleich ein schwebender Baum entstehen. So brennst du noch nicht? Ah, jetzt. So. Okay. Erstmal regenerieren, Leute, ne? So, hast du was für uns fallen lassen? Schalalala. Schalali, schalala, schalalala. Hopsasa. Kürbisse! Kürbis, Kürbis, Kürbisse. Kürbis, Kürbis, Kürbisse. Wir nehmen zumindest mal einen mit. Ihr wisst nicht, für was ich jetzt einen Rest brauche. Was ist denn da? Okay, hier oben liegt Schnee. Oh, ein Wauzi. Nee, komm. Den lassen wir noch da. Ich habe gerade erst gesehen, wie feindselig Wölfe momentan sind hier in Minecraft. Als ich mir das Projekt von Liz und Tammy angeschaut habe. So. Den Rest... Gehen wir weiter. So. Okay, 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 okay. Das sind auf jeden Fall mal Schafe. Sehr gut. Ganz viele sogar. Haben die jetzt so einen Herdentrieb? Drei Schafe, das ist wieder Kohle. Die anderen lasse ich natürlich am Leben. Ne? Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan der blökenden Rasse. Wenn ich könnte, würde ich ein Schaf spielen. Ne? So. Erstmal kurz wieder aufbauen. Was soll ich mit dem ganzen Kupfer? So. Kupfer nehme ich jetzt wirklich überhaupt nicht mit. Es gibt mir kein EP und es bringt mir auch jetzt nichts für Werkzeug oder so, ne? Oder für Rüstung. Ich meine, gäbe es Bronze, wäre das schon gut, ne? Aber hier Kohle können wir momentan sehr, sehr gut gebrauchen. Zackadi, 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 zack. So. Ich suche mir auf jeden Fall einen neuen Bauplatz. Und ich werde auch die Suche nicht offscreen machen, so wie ich das mal angefragt habe. Das hat euch ja nicht so zugesagt, wenn ich das mache. Denn mir persönlich hat es nicht gefallen, da wo wir waren. Mir hat es das echt nicht gefallen. Und wir haben jetzt eigentlich dort noch nichts gehabt, ne? Aber ich finde es cool, dass der Thomas das noch hinbekommen hat. Hier, dass wir doch wieder die Welt spielen können, den Sieg spielen können, auf dem wir angefangen haben. Danke, Thomas, an dieser Stelle. Ja.
Thomas, bester Server-Admin ever. So. Nehmen wir wieder mit. Lavi. Lavi ist auch Davi. Suchen einen riesengroßen, schönen Berg im Grünen. Ich habe das mit dem Pulverschnee, ich kannte das ja noch nicht, ne? Danke dafür, dass ihr mir da geschrieben habt mit Lederschuhen und so. Das kannte ich alles nicht. Ups. Aber das hat mich schon so hart genervt, dass ich kurz wieder davor war, Minecraft zu deinstallieren. Ich weiß nicht, Minecraft ist bei mir so ganz, ganz dünner Faden, ne? Ich bin ja mehr oder weniger, oder der Kanal ist ja mehr oder weniger durch Minecraft gewachsen. Aber ich habe relativ dann irgendwann mal die Lust an Minecraft so hart verloren, dass ich mich da echt, dass mich da echt so eine Kleinigkeit wie Pulverschnee schon hart demotivieren kann. Ne? Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Na komm, zwei Stacks Kohle hätte ich schon gern. Wir brauchen sehr viel Fackeln und zum Befeuern. Wir haben zwar ein bisschen Holz. Habe ich überhaupt... Ja, ich habe eh das Mikrofon. Oh, ich dachte gerade, das Mikrofon wäre gemutet. Jetzt habe ich gerade kurz Panik bekommen. Kann momentan alles sein bei mir, ne? Ihr wisst, ich bin momentan gerade zeitlich sehr knapp bemessen. Darum passieren mir leider auch solche Dinge, wie dass ich mal versehentlich eine Folge doppelt hochlade. Ohne, dass ich check. Aber fürs Checken habe ich ja euch. Ihr seid meine Checker. So. Nach dem Vorkommen lasse ich es jetzt liegen. Erstmal. Das macht so keinen Sinn. Suchen uns jetzt irgendwo eine Bleibe, wo wir uns dann in der nächsten Folge vielleicht runterminen. Also, eh. Wenn es schon so da liegt, ne? Im Endeffekt, wir brauchen es ja eh. Kohle wird nicht schlecht. Diesmal werde ich allerdings eher keine Höhlentouren oder so machen, sondern wirklich mehr in Richtung Strip-Mine gehen. Einmal eine ordentliche Ausrüstung zusammencraften, zusammen farmen. Bräuchten halt hoher Berg, ne? Ein hoher Berg. So. Neues, neu in Kohle. Oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie so werden wir die Folge dann nennen. Neustart, Neuversuch, keine Ahnung. Es wäre mir jetzt auch kein Problem gewesen, wenn wir jetzt hier quasi auf einen neuen Seed gestartet wären. Und der Thomas hätte ja eigentlich einen neuen Seed oder gemeint. Er hat das mit dem Spielstand nicht mehr hinbekommen. Er hat eine neue Welt generiert. Spielstand. Summ, summ, summ. Aber Leute, schaut da mal. Schaut euch das doch mal an. Eisen, du wirst hier nicht lang verweisen. Noch wo Eisen? So, wir haben schon mal zwei Eisen, ne? Huhu. Gebt euch das mal. Das Problem hier ist eher gerade...
gerade hier das Meer, was mich ein bisschen stört an dem Spot. Und ansonsten, wir schauen uns das mal von hier oben an. Im Endeffekt sind wir ja rein unterirdisch. Nee, es ist eine Insel. Zwergen sind wasserscheu, das wissen wir. Ich dachte kurz, wir hätten unseren Traumspot gefunden. Vom Gebirge her muss es mindestens so groß wie das hier sein. Das andere, wo wir zuerst waren. Das war uns eh fast zu klein. Ich gehört Skelett. Geronimo! Wow. Ich meine Finne. Nein, ich glaube, ich spinne. Ich habe eine Finne. Schalalalalalala. Klettern kann er noch, der Marito, ne? Er kann nicht viel, aber klettern kann er noch. Den Berg kommt er noch hoch. Da hätten wir Fichtenholz. Und dann Dark Oak. Komm, hier oben. Rups. Baue ich mir jetzt mal kurz ein Bett. Leg mich mal schlafen und sag bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein und ciao.